Willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier vor der Vault-Tür von Vault 102. Wir müssen diese irgendwie öffnen, damit wir hier rauskommen. In die Einöde des Wastelands. Nein, Blödsinn. Wir sind bei Portal 2. Mit Livestream. Wir müssen jetzt trotzdem diese Vault-Tür aufbekommen. Und das müssen wir sehr schnell machen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier schon ein Portal gebaut. Und jetzt öffnet sich hier diese Tür, was nicht so gut ist, habe ich das Gefühl. Alter, ist die Scheißen riesig. Auch das ist ein Fachausdruck. Scheißen riesig ist auch ein Fachausdruck. Okay. Was? So eine riesen Tür, so ein Riesenteil für so eine kleine Tür? Warum? Ja, was auch immer. Jetzt? Ist ein Stuhl? Das erinnert ein bisschen an. Ja, Abschreckung. Rage Dragon sagt gerade, das soll Abschreckung sein. Das ist gut möglich. Das erinnert ein bisschen an MIB, wie der Typ immer, wenn man dorthin gegangen ist, wieder mal saß und dann einfach nie von der Zeitung hochgeschaut hat. Tür öffnen. Ich hab wirklich gerade so den Gedanken, dass man hier wirklich nicht sein sollte und auch schon lange keiner mehr war. Also. Vor allen Dingen ist GLaDOS jetzt irgendwo. GLaDOS wurde einfach weggebaut und fertig. Da kümmert sich auch niemand mehr so groß drum. Okay. Ja, Rage Dragon, du kannst die mir gerne mal schicken, wenn du möchtest. Und dann gucke ich sie mir an. Und dann kann ich ja gucken, ob ich die schaffe und ob ich so dumm bin. Was zum Donut, Lean und Trail? Was? Ist das? Das ist Säure alles, oder was? Das soll alles Salzsäure sein? Sascha sagt gerade, er glaubt, es sind 12 Abschnitte im ganzen Spiel und ich bin im 5. Abschnitt. Das sind 8 Abschnitte. Trotzdem bin ich im 5. Abschnitt. Das heißt, es wird noch weiter gehen. Krass. Ist auch ein schönes Bild für, ist es Säure. Wie einfach von unten komplett aufgelöst wird, hier schon die Rippen sieht. Sehr schön. Ja, es ist Peeling Lotion. Und ich kann sogar reinspringen. Ich kann rein. Es verlockt so sehr. Nein, es ist einfach nur ein Instant-Tod. Okay, ich soll reinspringen. Gorobei hat gesagt, ich soll reinspringen. Beschwert euch bei Gorobei. Er ist schuld. Zum Glück werden wir wieder zusammengesetzt oder so. Geil. Ich finde das richtig cool. Das sind wieder ganz andere Abschnitte. Da hinten bricht irgendwas auseinander. Da hinten ist auch ein riesiges Aperture. Die Weltkugeln von Aperture. Geil. Richtig geil. Übrigens ist das rot, weil es, was hier unten, das wird, ist rot, weil das ist das Eisen, das ist das Rost, also das Eisen rostet durch die Säure schneller und dementsprechend, das setzt sich natürlich alles ins Wasser ab, was dann über die Jahrhunderte oder wie lange das hier schon ist, weil das ja alles Eisen ist, Eisen, Stahl und sowas, wird das entsprechend rostrot, rostbraun. Krass, so geil. Das hier ist, das gefällt mir, das ist so, boah, ich finde sowas richtig gut, wenn noch so mal wirklich andere Abschnitte sind. Und ich mag auch, dieses postapokalyptische, dieses, nicht postapokalyptische, aber dieses Wasteland-Design hier, alles geht kaputt, ich weiß nicht, ich gebe einen Fachbegriff dafür, das ist zum Beispiel auch genau das, was, wie Rapture aussieht in Bioshock 1 und 2, dieses kaputte, dieses Cyberpunk kaputt, das ist auch nicht Cyberpunk, vielleicht weiß das einer im Chat, wie das heißt. Dieser Begriff.
dafür. Ich weiß es gerade nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Gorobei muss jetzt gerade gehen, hat er gesagt. Vielen Dank, dass du da warst und viel Spaß beim Selbstaufnehmen. Tschö, tschö. Und er sagt zu Recht, bis dann und denkt daran, ein Abo an Mr. Katafi zu geben. Das ist zu Recht. Zu Recht. Nein. Wedge-Torin fragt doch gerade, zu welcher Zeit Portal 1 und 2 spielt. Da gibt es Diskussionen oder Ideen oder ja, Theorien rüber und das soll so zur Zeit von Half-Life 1 und 2, von Half-Life 1 und 2 spielen. Und das spielt ja so ein bisschen in der Zukunft. Aber auch nur so ein bisschen. Okay, genug gelabert. Wie komme ich jetzt hier weiter? Gar nicht. Da komme ich lang. Jetzt haben wir hier irgendwo Strom an- oder ausgemacht. Krass. Krass, krass. Ja, es wird gerade noch im Chat gesagt, dass auch Aperture und Black Mesa Konkurrenten waren. Sind, tun, sein, mögen. Und das halt dementsprechend ein weiteres Indiz dafür ist, dass das so zu der gleichen Zeit spielt, zu der halt auch Half-Life 1 und 2 gespielt hat. Und dementsprechend die Theorie natürlich gut sein kann, dass wir wirklich die Tochter von Gordon Freeman spielen. Ich meine, es ist halt auch wieder von Worf. Er baut sowas. Ich frag das immer wieder, aber wer baut so etwas? Und jetzt, was habe ich jetzt gewonnen, dass ich jetzt hier drauf bin? Kann ich da rüber hüpfen? Okay, kann ich. Sehr gut. Und das hier scheint irgendwie ein sehr früher Bereich zu sein von Aperture, wenn man halt, als das noch alles lief. Guck mal, hier sieht man das. Da. Aperture Science Innovation wurde gegründet 1947. Krass. Welcome to the future of tomorrow. Auch sehr schön, das ist natürlich sehr stark, sieht natürlich sehr, sehr stark nach Fallout aus. Beziehungsweise nach Fallout, Vault-Tec und sowas, die ja auch immer mit Prepare for the Future und sowas geworben haben. Und ja. Finde ich cool, finde ich sehr, sehr cool. Was haben wir hier? Notice, please. Excuse me, the system is out of service until. Aha, schön. Es wurde gerade gesagt, ein weiteres Indiz, sagt Wedge-Dragon, ein weiteres Indiz dafür ist die Borealis, das Boot von Aperture. Und nein, du spielst Suzanne hier und nicht die Tochter von Freeman. Worf soll eigentlich Portal 3 und Half-Life 3. Oh, er hat Half-Life 3 gesagt. Er hat Half-Life 3 gesagt. Oh, ist das ein Indiz dafür, dass Half-Life 3 rauskommt? Du spielst doch hier eine Cheryl und keine Susan. Es wurde doch am Anfang gesagt, dass du Cheryl heißt. Irgendwo. Wie komme ich denn jetzt weiter hier?
Manu. Jetzt bin ich schon hier oben. Und jetzt? Kann ich irgendwie durchschießen? Ja, kann ich. Ist nur eine Wand. Die Decke. Irgendwas? Nee, hier ist nichts. Okay, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Okay, ich habe gerade eine Idee. Und zwar, wartet. Und zwar, wenn ich von hier oben nicht auf das Rohr springe, sondern hierhin, habe ich eine ordentliche Fallgeschwindigkeit. Das heißt, ich könnte dann vielleicht, muss ich mal gucken, dort. Das dürfte passen. Ue, direkt durch das Loch. Geil. Ue, 100 Punkte. Ue, feiert mich, feiert mich. Sascha lästert über mich. Sascha lästert über mich. Mir egal, ich habe was Neues, Cooles gefunden. Was ist das denn? Bei uns werden täglich Tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Das würde ich machen. Du machst von selbst, wenn der Test losgeht. Das würde ich machen. Hey, hier, gelbe Linie. Meins. Ich bin gelbe Linie. Definitiv. Das hier ist natürlich auch wirklich so 1950er, 1960er, dass hier auch diese Holzfassaden von den Wänden, das hier ist alles 1960er. So cool. Richtig cool. Das ist richtig alt alles hier. So, gelbe Linie. Gelbe Linie ist meine. Welcome. Test Subject. Please sign in with the receptionist before proceeding to the launch. Hallo, schönen guten Tag. Ich würde mich gerne anmelden für die gelbe Linie. Geht nicht. Oh, die Sessel hier, das ist alles so 60er Jahre. Ja. Na gut, das ist schon eher 70er. Was haben wir hier? Cave Johnson, der Erfinder dieser Anlage. Was hat er alles gewonnen? Best New Science Company 1947. Kann man vorstellen, wie lange das schon alles ist. Spirit of Potato Science? Warte mal. Du hast die mit Kartoffeln, verdammt Axt. Spirit of Idaho, National Potato Board for the Promotion of Potato Science, 1955. Was haben wir hier? Shower Curtain. Was? Na toll. Hat also auch Duschvorhänge verkauft, der Herr. Was hat er noch gemacht? Of Defense? Department of Defense? Runner-up? Okay, der hat also auch für ein Verteidigungsministerium gearbeitet. Sowas interessiert mich. Tut mir ja leid, wenn euch das nicht interessiert, aber sowas finde ich immer super, super spannend, weil das sind kleine Details, die in das Spiel eingebaut haben, wo sie sich halt auch Arbeit gemacht haben und aber vielleicht eine Idee dahinter hatten, dass sie irgendetwas damit erklären oder erzählen wollen. Zum Beispiel hier ist es halt ein bisschen was über die Geschichte. The future is here and it's under the earth crust. Aha. Das hier ist alles ausgeräumt worden. Schade. So, gelbe Linie. Die ist vermutlich schon ausgeblichen. Und Gottesanbeterinnen sind bestimmt schon tot, aber mir ist mir egal, ich will die Waffe. Genau, Wedge Dragon sagt das auch gerade. Manchmal steckt hinter den Bildern auch ein Easter Egg. Jetzt physisch? So von wegen, packt das Bild weg? Ich komme ja hier auch ran, wie es scheint. Aber ich kann, nee. Ich komme da nicht ran.
Also ich meine zum Beispiel das mit den Duschvorhängen finde ich, ist ein ziemlich Easter Egg, tut mir ja leid. Aber hier kann ich nichts klicken. Schade. Yay! Patsch. Ist das hier? Elevator Control. Achso, er sagt doch gerade nein, nicht in Form von Anklicken, sondern... Ach, hier sind wir. Guck mal. Da, weil da hinten sind wir rumgelaufen. Hier hatte ich was über erzählt, warum der Ross rot ist. Das sieht so aus wie, Fallout oder Rapture. Oh, ich liebe Bioshock 1 und 2. 3 nicht so. Naja, so. Aufwärts! Ich mache die Folge jetzt ein bisschen länger. Da ja viel angucken war und so. Es wurde ja auch immer gesagt, dass wenn ich viel angucke, soll ich lieber die Folge ein bisschen länger machen. Dann mache ich das halt auch gerne. Ja, aber ich mag Bioshock 1 und 2, Rapture. Ich liebe Rapture. Das hier finde ich dementsprechend auch richtig geil. Cool. So. Und jetzt hier runterstürzen, das wär's. Da hinten ist Pump Station Alpha. Es knistert hier. Da hinten ist ein... ist eine Wand. Okay. Hier ist auch eine Wand. So, jetzt war schon mal hier. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Yay? Juhu? Ist das was Gutes? Also... Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Das ist gut. Alter, die Sprüche sind wirklich geil. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Oh, ihr seid so nett. Die Experimente klingen wirklich einladend. Okay, jetzt sind wir hier und jetzt? Da hinten ist was. Da hinten ist doch eine Wand. Oder wie kann ich zoomen? Genau so. Da möchte ich hin. Wie komme ich dorthin? Ach, das ist ein Emanzipations... Wieso ist da ein Emanzipationsgrill? Gibt's noch andere Sprüche? Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin... Das sind die gleichen, aber, ich häng fest. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass denk der nach, nicht die da hinten, dreh dich um. Sieh nach oben. Ach, hier drauf? Komm ich hier drauf? Nee. Kann ich von hier rüberspringen? Dann sterbe ich doch in den... sterbe ich doch einen grausamen Tod. Da wird doch nichts von, wenn ich da drauf komme, oder? Ich schaue immer dran vorbei. Okay, es kann gut sein, dass... Ah, I see. Okay. Das heißt, jetzt habe ich dort... schon mal ein Portal. Aber... damit kann ich mich rüberschleudern. Jetzt brauche ich dafür nur noch Anlauf. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich irgendwo eine Fläche finde. Ich würde ja persönlich sagen, dort. Dass ich dort irgendwo runterspringen kann. Ja, das ist natürlich wieder schlau gemacht. So. Okay, so. Und jetzt muss ich...
schauen, dass ich irgendwie. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Absprung. Batsch. Aua. Das war heftig. Okay, und was hinter dieser Tür in Pump Station Alpha liegt, das, meine Freunde, das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Und was dieses Knacken zu bedeuten hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der nächste Livestream ist am 22.12., also am 4. Advent. Falls ihr da Lust und Zeit habt, vielleicht, je nachdem, wie ihr Lust habt, machen wir dort noch was anderes und spielen nicht Portal 2. Ja, stell dir mal vor, Rage Dragon, wie lange es ohne Hilfe gedauert hätte. Also danke, dass du mir da geholfen hast. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.